Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Audioeinführung zu unserer Inszenierung von Cassandra. Mein Name ist Marvin Heppenheimer, ich bin der Autor und Regisseur der Produktion und neben mir sitzt Sandra Fleckenstein, die Schauspielerin und unsere Titelheldin. Hallo Sandra. Hallo, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ja, und ich starte jetzt einfach mal direkt mit der ersten Frage. Marvin, wie bist du denn eigentlich auf Cassandra gekommen? Cassandra war ja die Premiere zu unserem dritten Antihelden-Festival und ein Jahr zuvor, im zweiten, hatten wir auf der Probebühne des Theaters eine begehbare, performative Rauminstallation, die unser Factory Ensemble entworfen hat. Es gab verschiedene Exponate und eines davon, das war Cassandra gewidmet und bestand aus ganz vielen verschiedenen Texten, Zitaten, aus Werken durch die Zeit, durch die Geschichte hindurch, die sich mit der Figur auseinandergesetzt haben. Und mich haben diese ganzen Texte, diese Informationen, diese Hintergründe zu Cassandra so nachhaltig geprägt, dass ich mir dachte, hey, ich glaube, das ist die Figur, die ich nächstes Jahr als Premiere, jetzt sogar als Uraufführung, auf die Bühne bringen will. Und damit habe ich es gerade schon ein wenig anklingen lassen. Cassandra. Vielleicht ist sie einem schon begegnet, vielleicht hat man schon was gehört. Aber wer ist diese Cassandra, liebe Sandra, eigentlich? Ja, wir haben ja auch in der Vorarbeit festgestellt, dass wirklich viele Menschen diese Figur gar nicht wirklich kennen. Beziehungsweise man hat den Namen schon mal gehört, dann ist man auch schnell bei den sogenannten Cassandra-Rufen und dann kommt auch irgendwie das trojanische hölzerne Pferd um die Ecke. Dann hört es aber in der Regel so im allgemeinen Wissen irgendwie auch auf. Und also erstmal kann man sagen, Cassandra ist eine Figur aus der griechischen Antike, die wir aber nicht wirklich klassisch, historisch erzählen. Vielleicht kannst du dazu dann gleich noch ein bisschen was erzählen, was so das Konzept des Stückes angeht. Vor allen Dingen aus Schauspielersicht, und das war auch der Punkt, warum mich diese Figur bei deiner Anfrage so gleich so unfassbar gereizt hat. Cassandra ist eine sehr selbstbestimmte, starke und gerade für die damaligen Verhältnisse auch eine sehr moderne Frauenfigur, die, ein eher tragisches Schicksal erlebt. Ja, magst du noch was vielleicht zu dem Konzept der Inszenierung und auch zur Figur sagen? Welche Cassandra haben wir da kreiert? Kann ich gerne machen. Du hast gerade ja schon das trojanische Pferd anklingen lassen. Das heißt, wir befinden uns bei Homer, bei der Odyssee und es aus Irrfahrten. Und das ist tatsächlich eins der klassischen antiken Werke, wo diese Figur ganz kurz, ganz minimal am Rande auftaucht. Aber es gibt noch andere Werke. Prominent ist hier natürlich Aischylos, die Orestie, direkt im ersten Teil, hat Cassandra sogar relativ viel zu sagen und prophezeit immer dieses gesamte Unheil. Während den Proben hat Sandra sich sogar den Film Troja, den großen Blockbuster, nochmal angeschaut. Und kam zu der erschreckenden Erkenntnis, vielleicht möchtest du es selbst sagen. Ich habe wirklich mit Schrecken festgestellt, Cassandra kommt überhaupt nicht vor. Also die müsste eigentlich auch auf der Brüstung da oben mit dabei stehen, wenn unten gekämpft wird, neben ihren Brüdern, neben ihrem Vater, dem trojanischen König. Und die wird einfach nicht erzählt. Und das alles hat uns motiviert zu sagen, hey, wir müssen diese Geschichte erzählen. Aber Geschichte ist ein schönes Stichwort. Denn einen narrativen Theaterabend dürfen Sie an dieser Stelle nicht erwarten. Die Geschichten von Cassandra, die erzählen wir Ihnen, die sind da. Aber uns interessiert vielmehr, was macht diese Figur aus? Wer ist diese Figur? Wie wurde sie durch die Zeiten hindurch gesehen von AutorInnen, könnte man sagen, auch wenn wir, glaube ich, alle wissen, dass man das gar nicht muss. Aus einer meistens männlichen Perspektive, wie wird diese Figur gelesen? Erst Christa Wolf mit ihrer Erzählung Cassandra hat der Figur ein gesamtes Werk gewidmet. Auch das wird in unserer Inszenierung ein wenig anklingen. Aber wir, nochmal kurz zusammengefasst, interessieren uns vielmehr für das, was sie ausmacht. Wer ist Cassandra? Warum handelt sie? Wie sie handelt? Und vor allem, wie handelt sie? Und wir haben uns schlichtweg für eine ganz offene Auseinandersetzung mit der Figur entschieden, die wir auch auf der Bühne fortsetzen.
So, das war jetzt direkt mein Stichwort auf der Bühne. Wir kommen jetzt zur Produktion. Wir haben Cassandra ja jetzt nicht zu zweit auf die Bühne gebracht, sondern da waren noch ein paar Menschen mehr mit involviert. Die möchten wir gerne an der Stelle auch zumindest kurz benennen. Da gibt es zum einen den Jeremy Fast, der ist Musiker und Komponist und hat für unsere Produktion Cassandra nicht nur komponiert, sondern auch die Musik produziert. In einem sehr spannenden Prozess, also er wurde natürlich durch dich, Marvin, gebrieft. Ne? Du hattest natürlich Vorstellungen in deinem Kopf, was das Inszenierungskonzept betrifft, wo die Musik natürlich auch einen ausschlaggebenden Teil ausmacht. Und dann ist Jeremy tatsächlich zu uns auf Proben gekommen und hat zugeguckt und saß mit seinem Laptop auf dem Schoß da und hat sich von, ich sage jetzt mal, meinem Spiel und von der Stimmung in der Szene inspirieren lassen und dann direkt auf dem Computer was programmiert und uns vorgespielt. Und das hatte natürlich dann auch eine Rückkopplung auf mein Spiel. Also mein Spiel hat quasi die Musik inspiriert und über eine Rückkopplung hat die Musik dann auch nochmal mein Spiel intensiviert. Und grundsätzlich zum Charakter der Musik kann man sagen, es wird elektronisch und es wird auch vor allen Dingen rockig. Doch unser Raum klingt natürlich nicht nur, unser Raum sieht auch irgendwie ein bisschen aus. Und hierfür zeichne ich mich auch für die Bühne verantwortlich, aber auch vor allem Octavia Züter-Herbst für das Kostüm. Denn als Octavia meinen Bühnenentwurf gesehen hat und eine erste Vorstellung von mir bekommen hat, wie ich mir das Kostüm vorstelle, hat sie gleich ihr Veto eingelegt und gesagt, Marvin, zu viel Schwarz ist auch nicht gut, woraus sich ergibt, sie erwartet ein schwarzes Bühnenbild, ein relativ neutraler Raum, den man auch nicht als einen klaren Ort benennen könnte. Vielmehr, wie es auch die Inszenierungen, die unsere Textfassung selbst darstellen, ist auch der Bühnenraum eher ein Assoziationsraum mit verschiedenen Elementen, Objekten, die Cassandra unterstützen, fordern, herausfordern, blockieren. Und das alles abgerundet durch ein, wie ich finde, fantastisches Kostümbild, das diesem Schwarz zumindest eine gehörige Portion Weiß beisteuert, um so auch ein wenig Zurückbesinnung auf den Ursprung der Cassandra-Figur, auf das antike Griechenland zu schaffen, was aber auch perfekt, wir haben es auch in der Musik gehört, mit der Musik visuell Hand in Hand geht und eine letztendlich, finde ich, sehr rundes Bild schafft, in diesem großen Assoziationsraum Cassandra. Genau, und natürlich nicht zu vergessen auch Gabriella Schwab-Veloso, eine unfassbar talentierte, tolle Luftakrobatin. Wir wollen jetzt natürlich noch nicht zu viel verraten, aber Gabriella hat mich auf jeden Fall während des Probenprozesses mit dem Vertikaltuch vertraut gemacht. Lassen Sie sich überraschen. Und wenn wir jetzt natürlich davon ausgehen, dass Sie gerade bei uns im Theater sitzen, mit Kopfhörern und diese kleine Einführung hören, bleibt mir an dieser Stelle an dich, Sandra, eigentlich nur die Frage, hast du einen letzten Wunsch, letzte Worte, das klingt so dramatisch, die du dem Publikum jetzt mit auf den Weg, mit hinein in den Beginn der Vorstellung geben möchtest? Also dramatisch ist ja erstmal nicht verkehrt. Wir sind ja im Theater und ja, also was mir vielleicht am Schluss noch auf dem Herzen liegt, ist zu sagen, wir haben es jetzt schon anklingen lassen, Cassandra ist eine Figur, die bisher nicht viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und für diese Figur haben wir hier einen Raum geschaffen, weil sie einfach wirklich wahnsinnig viel Interessantes zu erzählen hat. Also lassen Sie sich inspirieren. Lassen Sie Ihre Gedanken schweifen. Alles ist erstmal erlaubt, was denkbar ist. Und ja, schön, dass Sie heute da sind und Cassandra zuhören. Und in diesem Sinne bedanken wir uns auch herzlich fürs Zuhören und wünschen Ihnen einen anregenden Theaterbesuch.